meine lieben Wildlife-Park-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Brauchen wir die? Der Boden ist mir zu sehr ausgetrocknet. Fensterdings da, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Allerdings, da fressen die natürlich ganz gerne von, die guten Tiere, ne? Und ja, wir sind immer noch hier, ne? Bei 87 und bei 78. Und ich bin ehrlich, ich weiß aktuell nicht so wirklich, wie ich es schaffen soll. Das Kleine ist einsam. Ey, Süßer, sag mal, was ist mit dir los? Baby. Mehr Artgenossen. Der Flussverkühe. Also die Flussverkühe, du kriegst das aber hin, Kollege. Komm, ich trage dich nochmal ganz kurz zu deinen Kollegen. Ja, hier sind ganz viele von denen, ne? Bitte sehr. Die Flussverkühe sind aber richtig produktiv, ne? Das ist ja unglaublich. Ihr jumpert hier cool, ne? Mir geht's prima. Pralala, tralala. Das ist der Lavendel, den dürfen wir auf keinen Fall verkaufen. Ne, weil den brauchen wir 10-mal Lavendel, glaube ich, ne? Kleiner Lavendel, okay. Haben denn die Erdmännchen schon nachgepoppt? Jupp, die Erdmännchen haben nachgepoppt. Super Sache das. So. Wenn ich jetzt wüsste, ob sie die Dinger fressen, weil, ne? Das ist ja hier Fenster niedriger, die brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Niedriger Fensterblatt, ganz kurz mal gucken. Ne, sehe ich jetzt aktuell nicht. Wie ich sagen, alles, was hier an Pflanzen abnimmt und wir nicht wirklich brauchen, verkaufen wir mal. Zim, zam, zim, zam, zim, zam. So, und da machen wir dann am besten Gras drauf. Zip. Ne, weil dann können sie auf jeden Fall immer ein bisschen Gras fressen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Hier ist schon wieder eine einsam. Das ist mir aber erstmal egal. Oh, die Elefanten. Ich weiß nicht, irgendwie kriegst du mit dem Elefanten, geht das irgendwie nicht. Möchte fressen, möchte sich gerne was kratzen. Wir haben alles da, Kollege. Und ich hatte ja hier, glaube ich, auch noch ein paar weitere Bäume hingeballert, ne? Pass mal auf, Kollege. Ja, der will Gras fressen, ne? Und Blätter. Pass mal auf, dann nehme ich dich mal, Kollege. Pass mal auf, hier kriegst du zumindest auf jeden Fall schon mal leckere Blätter. Glaub mir, das ist vom Allerfeinsten. Was ist das jetzt hier eigentlich? Hier geht's prima. Kameldornbaum. Was braucht denn der für einen Boden? Savannengras. Okay, was machen wir hier? Noch ein bisschen Savannengras hinballern. Zim, zam, zom, zim, zam, zom. Ah, fuck. Jetzt ist der schon wieder krank. Aber jetzt habe ich ihn zu so schönen Blättern gebracht und er will sie nicht. Hier, da sind Blätter. Hier, überall Blätter. Kratzen kannst du dich auch. Jetzt hol dir noch ein paar Blätter, Kollege. Da kommst du doch wohl dran, oder? Sag mal, Erde, das kriegst du wohl hin, oder? Guck mal. Das ist nicht viel höher, ne? Nimmst einen Rüssel hoch und fertig. Komm, Kollege, zeig mir, dass du es drauf hast. Zeig mir, dass du es drauf hast. Ja, los, und hol dir die Blätter, Kollege. Er will Gras. Jetzt frisst die Blätter, Kollege. Das ist auch, jetzt, ich glaube, jetzt frisst er, ne? Jetzt geht's ihm prima. Ne, das ist der Dings, okay. Leckere Blätter gibt's hier. Ja, mein Gott, das wird aber auch mal Zeit, Kollege. Also, Mann, ey. Ihr müsst ein bisschen flexibel sein, Freunde. Ne? Das gehört dazu, ne? Ihr könnt nicht immer hier. Der ist schon wieder. Ich verhungere. Durst hat er auch. So, erstmal Durst. Fluppdiwuppdi, ne? Taucht da unter. Jetzt, ne? Jetzt will er verhungern, ne? Lassen wir nicht zu, Kollege. Pass mal auf. Du wirst jetzt hier mal ein paar Blätter klar machen. Hat der Kollege gerade auch gemacht. Jetzt will er Gräser. Mhm. Machen wir noch ein paar Gräser, würde ich sagen. Hier ein Zipfelmütze. Gräser, ne? So, rum, dum, 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 dum. So. Ist eigentlich alles vorhanden. Ihr müsstet theoretisch, dürftet ihr nicht hungern, Kollegen. Jetzt haut das hier erstmal ein paar Blätter. Leckere Blätter, ja, super. Das will ich, so will ich dich sehen, Kollege. Jetzt will er Gräser. Pass mal auf, hier habe ich gerade für dich frisch angepflanzt, Kollege, ne? Also die Fortuna, ne, wird neidisch über einen so schönen Rasen. Und ohne Scheiß, das garantiere ich euch. Ja, kriegst du es hin, Kollege, kriegst du es hin? Komm, Alter, du schaffst das, was? Flussverkut, also die Nilpferde, die unglaublich, wirklich unfassbar. Jetzt will er sich kratzen. Gräser fressen. Ja, kratzen, pass mal, ballern wir hier nochmal einen Kratzdings, der Wumms dahin. Zim, zam, bitte sehr. Kannst du dich kratzen, Kollege?
pass mal auf, ich trage dich hin. Hier kannst du dich kratzen. Bitte sehr. Kratzen. Hier. Hallo. Kratzen. Alter. Ja, wie gesagt, aus den Elefanten werde ich nicht so ganz wirklich schlau. Was ist hier mit euch zu sehr ausgetrocknet? Unsere Pflanzen sind fast auf null. Also 9, das ist hier. Aber den Lavendel brauchen wir, ne? Zu sehr ausgetrocknet. Aber ihr wollt Savannengras, ne? Ja, okay, wir können ja mal nachproduzieren. Savannengras, zim, zam, zim, zam, zom. Okay, da geht das Ding auch wieder weg. Super. Ihr auch. Also, dass das Savannengras dauernd verschwindet, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ohne Scheiß, jetzt mal hier. Aber das haut dauernd ab, das Savannengras. Seht ihr? Ne? Unfassbar. Einfach unfassbar. Savannengras, Savannengras. Und alles wieder ganz mit Savannengras. Ja, das versteppt dann wahrscheinlich, ne? Aber, ja, dann geht's dem wieder gut. Oh, hier auch, hier auch, hier auch. Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. La 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 la. La 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 la. Tüpfelchen, Tüpfelchen, Savanne. Na Kleiner, hast dich verlaufen. Pass mal auf, du bist ein... Ja, du verhungerst. Das ist... Wo sind denn deine Eltern? Der kleine, ne? Flusspferd, das Flusspferdmädchen Jacqueline kann abgeholt werden von ihren Eltern im Kinderparadies. Wo waren denn nochmal die Flusspferde? Oh. Oh. Okay, da müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall mal ganz, ganz, ganz dringend was machen. Zim, zam, zim, zam, zim, zam, so... Zim, Zam, Zim. Ah, oh, das ist ein Nashorn, ne? Ne, ist auch ein Flusspferd. Wie viel ist bei euch okay, Freunde? Was dürft ihr Herde haben? Herdengröße 1 bis 15. Wie viel haben wir denn? Nilfelle 17. Okay, also das heißt, 1 können wir theoretisch noch verbimmeln. Flumm, dumm. So, okay. So, und hier müssen wir, glaube ich, wieder Savannengras nachschießen. Savannengras, es macht viel Spaß mit Savannengras. Aber dass das dauernd abhaut, das begreife ich ehrlich gesagt nicht, liebe Leute. Ne? Das ist eine Versteppung, die ist ja unglaublich. Das ist ja ganz schrecklich. Oh, die Erdmännchen haben sich auch schon wieder um den Verstand gepoppt. Das heißt, ne, hier, ne, muss ich die verkaufen? Wie viele Erdmännchen haben wir? Erdmännchen. Wir haben 28, das war 1. So, und 27. Verkaufen. Na, komm. Komm, 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 komm. Verkaufen. Ja, 25. Gut, wir wissen, die produzieren fleißig nach. Verbimmel ich dich nochmal. Okay. So, oh Gott, oh Gott. Ja, da geht das Symbol aber schon wieder weg. Wir dürfen nicht zu viele verkaufen, wir wissen, sonst ist sie irgendwie eine Achterbahn. So, unsere Pflanzen sind auf 50. Okay, hier muss auf jeden Fall nochmal Savannengras nachgepflanzt werden. Zim, dim, 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 dim. Okay. Hier ebenfalls. So, wo muss noch Savannengras nachgepflanzt werden? Hier ist erstmal soweit alles okay. Die brauchen kein Savannengras. Die brauchen auf jeden Fall Savannengras. Bei denen weiß ich es gar nicht genau. Die auch. Cool. So, Freunde. Alrighty. Ja, das Kleine schrubbert sich da was. Ne? Das kann man machen. So, hier ist alles okay. Hier ist auch alles soweit okay. Die wollen mehr Pflanzen. Mehr Pflanzen. Mehr Pflanzen, mehr Pflanzen, mehr Pflanzen. Was können wir da noch hinstellen? Was können wir da noch hinstellen? Fensterblätter, Fächerpalme, Farnbaum, großer Bananenbaum, Regenbaum. Jetzt mal Zim, Zam, Zim. Die wollten aber, glaube ich, erdreich, ne? Ich glaube, die wollten erdreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yep. Okay, kriegen sie noch ein bisschen erdreich, erdreich, erdreich.
So. Okay, jetzt haben wir ein paar Pflanzen. Was hier zu einsam? Ja, scheiße, scheiße. Okay, so, jetzt gucken wir nochmal rum hier, ne? Irgendwelche Pflanzen großartig am Abmemmen. Hier sieht es erstmal soweit okay aus. Hier sieht es auch soweit okay aus. Auch okay. Auch okay. 94%, aber warum keine 100%, Freunde? Jetzt ist das optimale Klima. Wir haben Oktober. Ich sehe auch aktuell echt keinen, der abnimmt an Pflanzen. Wieso sind wir denn nur auf 94%, Kollegen? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, aber gleich geht der Winter wieder los, Freunde, ne? Und dann hängen wir wieder mächtig durch und können irgendwie, ne? Du hast Hunger. Ich möchte Gräser fressen, ja. Pass mal auf, dann nehme ich dich mal, ne? Ich kann ja Flusspferde tragen, wir können hier nichts. Und hier sind auf jeden Fall Gräser, Kollege. Ne? Alles gut? Flusspferde sehen uns total süß und niedlich aus, aber die sind im Real Life, glaube ich, ganz schön gefährlich. Also man soll da, glaube ich, echt einen Bogen drum machen. Du bist einsam, Kollege. Tschüss. So, jetzt gehst du in eine Muttke? Ich denke, du willst Gräser, Kollege. Ach, du holst dir die da hinten. Ah, das sind nur Blätter. Das sind doch keine... Sind das Gräser? Papyrus. Na, vielleicht firmiert das bei ihm als Gras. Oder er geht einfach nur plümpsen. Ja, das sind echt Gräser. Cool. Okay. Aber warum gehen die Pflanzen nicht höher? Also aktuell sehe ich echt keine Pflanze, die hier wirklich am Abmemmen ist. Ich meine, gleich geht der Winterscheiß wieder los. Das wissen wir. Nur, warum haben wir keine 100% bei den Gräsern? Das ist, jetzt ist keiner am Abmemmen. Keiner. Nur kein Symbol auf dem Kopf. Nix. Null. Du willst Blätter? Hier alles easy. Die Tiere laufen übers Wasser. Verstehe ich nicht, Freunde, verstehe ich nicht. Moment, ganz kurz mal gucken. Tiere, Einrichtungen, Aufträge, wo sind denn Pflanzen? Wo sind denn Pflanzen? Was? Wo ist der denn? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Der ist gar nicht in unserem Gebiet und wie? Die sind da hinten und ich... Sag mal, Freunde, wollt ihr mich echt verarschen? Ja, Freunde, wenn die Pflanzen da hinten auf der Insel, wo ich nicht hinkomme, mit reinspielen, dann haben wir ein Problem, Leute. Weil ich kann das auch nicht verkaufen hier. Ich kann die nicht irgendwie... Ey, Freunde, ihr wollt mich echt filtern nach. Mhm. Ich kann den nicht verbimmeln, Freunde. Ich kann den nicht verkloppen. Was ist das? Verschieben. Ja, aber das dürfte theoretisch nicht mit unsere Pflanzen reinspielen. Ja, oder doch? Ja, nur dann kann ich nichts machen, Freunde. Also, wenn ich auf die Insel nicht mal drauf komme. Ne? Also, das ist... Na, komm. Wo ist der? Pass mal auf hier. Kakteen. Ja, super, die sind auf einer Insel, wo ich gar nicht hinkomme. Wollt ihr mich verarschen, Freunde? Und das läuft in die Wertung mit rein? So, wo ist er? Hier, ihr seht, ne, diesen Streifen, der hier lang geht. Ich müsste theoretisch weiter. Kann ich nicht. Weil bis hier und weiter geht's nicht. Das kann ja wohl nicht sein, Freunde. Das kann ja wohl nicht sein, dass das in unsere Pflanzen mit reingeht. Guck, wir sind auf 93%. Filter nach.
wilden Pflanzen nach. Zufriedenheit. Ja, die sind alle bei uns. Das sind auch alle zufrieden. Aber jetzt hier, da kann ich nichts machen. Was soll ich denn da machen? Ganz kurz mit den Pfeiltasten, da komme ich nicht hin. Mhm. Ja, weil hier sehe ich keine Pflanze am Abnehmen aktuell. Das ist irgendwie... Gut, wir haben die Tiere noch nicht auf 100% und das ist aber... Okay, die sind hier am Abnehmen, das ist schon richtig. Wisst ihr was, Freunde? Euch verbimmel ich mal. Euch verbimmel ich mal. Da stelle ich lieber noch ein bisschen Gras für auf. Weil, ne, ihr memmt ja doch ziemlich oft eigentlich ab. Und das lassen wir mal. So. Ja, da bin ich ja doch ein bisschen wie irritiert, dass dann, ne, zumindest in die Wertung, die Pflanzen da auf der Nachbarinsel, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben, dass die damit reingehen soll, das verstehe ich nicht. Was willst du für einen Boden, Kollege? Savannengras. Dann machen wir mal Savannengras hin. Dim, 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 Savannengras. Savannengras. Und da stellen wir jetzt mal ein paar. Wo war das hier? Affenbrotbäume hin. Zim, zim. Das ist noch ganz geil für die. Aber ohne Scheiß, wie soll ich denn darauf. Jetzt sind da schon alle am Abmähen hier. Was ist jetzt schon das Problem? Am Frieren oder was? Ja, das Problem ist, die fressen das halt echt ganz gerne, ne? Sonst noch wer am Abmähen? Meine Leute, ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und. Wir müssen mal in der nächsten Folge gucken, wie das hier weitergeht, weil. Ne? Hier auf meiner Insel sind die Pflanzen alle easy, ne? Und für die Pflanzen auf der Nachbarinsel. Da kann ich ja nichts, da komme ich ja nicht mal hin. Hier, da, da, da geht die Linie. Ne, das zeigt das irgendwie an. Okay, das ist bei uns. Das wird ja Sinn ergeben. Ne, aber alles andere ergibt nicht wirklich Sinn. Zim, zam, zom. Aha. So, was machen wir? Machen wir, das sind die Erdmännchen. Aber noch ganz kurz hier. Savannengras, Zim, Zam, Zom. Und dann machen wir nochmal hier so ein Zim, Zam, Zom. So, Pflanzen, okay, alles wieder gut. Ja, aber das, die Leute, wer das irgendwie weiß, was wir damit machen sollen. Weil ich kann die auch von hier aus nicht verkaufen. Ich würde die ja verkaufen, aber es geht nicht. Was ist das? Angebot, Status, Gedanken. Hm. Ja, meine Lieben, das ist... Aha. Ja, weil das ist hier unsere Insel und da komme ich gar nicht hin auf die Insel. Ja, witzig. Ja, wie gesagt, wer da Ahnung von hat oder weiß, wie wir das machen, möge sich bitte melden. Ne? Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und Vorbleibe, wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, ciao und geht immer wieder hinzu. Ne, sagt euren Speakend 45. Ciao, ciao.